Sie sind eigentlich gelernter Versicherungskaufmann, aus Ihnen hätte was Seriöses werden können. Was ist schiefgelaufen? Ja, ich wollte einfach schon immer Musik machen. Nur für meinen Eltern zuliebe. Ich bin die Love Parade, I Love Parade in Berlin. Ich bin die Klasse von der Marine. Okay, mit dem muss ich bei diesem kalten Wetter auf jeden Fall arg behelfen. Dicke Kostüme sind im Trend, die gut isolieren. Und viele tausend Frauen sind immer noch. In welchen Punkten muss Nordrhein-Westfalen denn noch kinderfreundlicher werden, Herr Röttgers? Ich glaube, dass wir zuerst einmal bei unserem großen Projekt Bildungsreform weitermachen müssen. Wir wissen von PISA, dass wir da noch nicht gut genug sind. Alles Themen, die die neue Landesregierung ja schon angepackt hat und jetzt Schritt für Schritt weiter nach vorne treibt. Jürgen Röttgers, vielen Dank für das Gespräch nach Düsseldorf. Die Esch ist wie Ping-Pong, nur ohne Schläger und mit vollem Körpereinsatz. Der Spieler darf den Ball mit allen Körperteilen so oft berühren, wie er will. Allerdings nur einmal mit der Hand. Helge Althoff ist achtfacher Weltmeister im Die-Esch. Und das Ganze sieht ja erstmal aus, wo ist der Ball geblieben, wie ein Rechtschreibfehler. Was will uns dieses Wort überhaupt sagen? Ja, Die-Esch ist die westfälische Version von Tisch. Das heißt, weil man Diersch halt immer auf irgendeinem Tisch spielt. Auf einer Tischtennisplatte oder einem anderen Tisch. Um ihren Sport noch populärer zu machen, gehen Helge Althoff und seine Vereinskollegen auch gerne mal wieder in die Schule. Gesucht wird hier der Nachwuchs für die WM im nächsten Jahr. So viel Einsatz für eine Sportart made in NRW verdient natürlich unseren Siegerkranz. Gut 16% der Deutschen leiden unter einer Katzenallergie. Für sie ist es praktisch unmöglich, so eine Katze zu streicheln, gerade jetzt, wo sie ihr Sommerfell bekommt. Wenn ich hier mal mit meinem Anzug drüber streiche, dann sehen Sie schon, was sich da im Moment an Haaren löst. Und die verteilen sich natürlich normalerweise in der Wohnung. Und genau deshalb spricht man auch von einer Katzenhaarallergie.